Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Ready to fight? Ready. So, es geht los. Nochmal kurz die Regeln. Sie sind nämlich schnell erläutert. Es geht nur um den Kampf im Stand. Grappling ist untersagt. Und unzulässig ist übrigens auch die Durchführung von Folgestrikes am Boden. So einfach ist das. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Oh, 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 ganz starker Kick. Ja, schöner Kick zum Bein. Ja, er trifft ihn. Sehr guter Angriff. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Treffer, da kommt der Punch. Herrlicher Leg-Kick. Ja, ja, der Leg-Kick kommt wieder an. Ja, gutes Timing hier. So, er ist angeschlagen. Schöne Angriffsserie. Oh, oh, jetzt arger Kopf über den Trinkgürtel. Schöner Treffer. Oh, voll auf den Körper. Was für ein King. Starker Angriff vom Kopf, er ist genommen. Der Kick zum Bein. Starker Punch. Oh, heftiger Kick zum der Bein. Treffer zeigt Wirkung. Der Kick zum Kopf. Oh ja, guter Treffer. Da muss er entschlossen dazu machen. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Oh, der Kick ist gut. Er trifft ihn. Oh, er ist angeschlagen. Oh, er ist schon wieder benommen. Oh, oh, so richtig gut sieht er nicht aus. Aber er steht wieder. Oh, was für ein Uppercut. Oh, oh, er ist. Der Kampf ist zu Ende. Das war schon ein beinahe klassischer K.O.-Sieg, den er sich hier heute geholt hat. Mit einem wunderschönen Kick, der seinen Gegner voll ausgenockt hat. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Mit einem herrlichen K.O. holt er sich also am Ende den Sieg in diesem Kampf. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop to this contest at 3 minutes, 21 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Dokkan the Rebel. Ladies and Gentlemen, der Sieger durch Knockout.